einen schönen guten Nachmittag hier mit den ESEA LAN Playoffs mit dem Consolidation Finale zwischen Team Very Games und Quantic Gaming. Wir sind auf der ersten Map Inferno in der Pistol. Very Games startet als CT, wie ihr seht, und Quantic als Terror. Die weiteren Maps werden sein Cache als zweite und die dritte und eventuell letzte, wenn sie denn gespielt wird, würde das 2 lauten. Ich bin gespannt. Very Games für mich auf jeden Fall der große Favorit hier, ins Finale einzuziehen. Mal schauen, ob sie ihrer Rolle gerecht werden. Auf Inferno gestern Quantum gegen ESC verkackt. Na gut, kassiert eigentlich. Mal schauen, was jetzt wird. Spinnen schnell, relativ zügigen Hausgo mit einer Flash rausgegangen. MBK konnte aber schon einen machen. Gestern eine sehr, sehr krasse Leistung gezeigt, der Typ. Auch Screen war wieder gut dabei. Mal schauen, ob sie die Form heute halten können. Bombe wurde immerhin schon mal gelegt. Aber zwei war noch ein großer. Ne, einer war noch ein großer Sand. Pistol hat sich jetzt doch nochmal gedreht. Und Scream auch kein Kit. Boah! Alter Scream. Kann die Pistol auf jeden Fall machen. Boah! Den zweiten Headshot auch noch. Sicker Scheiß. Und der Diffuse müsste durchgehen. Ich suche gerade noch ein Kit. Manche liegen tut da keins. Krass. Scream rettet die Runde für die Franzosen. 1-0 somit für Very Games. Ui, kratz an Hente. Ich habe mich aber auch wieder ein bisschen hochgekämpft, dadurch, dass Quantic halt gestern gewonnen hat. Und so ein schlechter Read war es dann gar nicht von mir. Hatte eine kleinen Fail in der Rollenverteilung vielleicht, aber was ich auch übelst scheiße finde im Dream Team, dass Autosniper-Kills und sowas kein Geld für Sniper bringt anscheinend. Weil da müsste ja Frost über 1 Million gefühlt kriegen. Er hätte nämlich, glaube ich, sogar Minus. Das fand ich ein bisschen seltsam. Ich weiß allerdings nicht, ob das wirklich der Fall ist. So, eigentlich hoff ich schon ein bisschen auf Very Games gegen Nip im Finale. Gesetzt im Fall, es wird halt so spannend wie gestern. Aber mal schauen, was Quantic hier ausrichten kann. Vor allen Dingen auf Cache bin ich gespannt. Dann doch vielleicht eher ihre Map. Werden da als CT starten. Und wenn sie in etwa so spielen wie... Wer waren das? Wie hier Flaming bzw. Denial Esports. Die hatten die Mitte immer sehr, sehr aggressiv gespielt als CT. Ich denke mal, Quantic versteht die Map auch so, dass sie die Mitte aggressiv als CT halten und dann könnte das vielleicht an sie gehen. Aber mal schauen. Auf Cache bin ich gespannt. Aber erstmal müssen wir hier Inferno über die Bühne bringen. So, für alle, die sich hier wundern, warum Quantic dann jetzt hier im Consolidation-Finale steht. Die konnten gestern Nacht noch ESC rauskicken. Über 3 Maps. Erste Map hatten sie verloren, auf der zweiten auf Mill gab es noch eine Overtime. Und die letzte Map, das 2, hatten sie sogar recht souverän gewinnen können. Also ESC dann ein bisschen geschwächelt gegen Ende hin. Smoke. Die ist echt so Standard geworden. Sehr aggressives Spiel wieder von Very Games. Kriegen aber den First Track. Also kassieren ihn. Interessanter Aufbau mit 4 Mann Mitte. Nur Hiko deckt Haus defensiv ab. Aber gewohntes Bild, Existence. Auch interessant, dass er da oft eine P90 hat. Während er da Banane deckt. Auch nochmal die Nachsmoke. Das könnte sogar sein, dass die von dem CT von A kam, weil er selbst hat auch noch eine Smoke. Das machen sie echt extrem gut, extrem klug vor allen Dingen. Wenn die Smoke jetzt weggeht, smoke der nochmal nach, holt wieder gefühlt so 15 Sekunden. Nein, der kassiert. Das war bitter, das war zu aggro dann. Und B wäre jetzt frei, aber sie
checken das nicht. Sie haben die Überzahl. 40 Sekunden. Warum spielen sie jetzt nicht einfach den Go? Wirken doch sehr ängstlich. Jetzt nur 30 Sekunden. Scream ist auf B drauf. Es war fast egal, was man jetzt spielt, aber so langsam muss man mal hier eine Entscheidung treffen. Jetzt doch hier Richtung Groß. Kenny kassiert die Hits. EK kann da leider auch nur noch einen machen. Kenny ist halt low. Die Runde wird dann Quantic gehen. Aber trotzdem irgendwie sehr zögerlich gespielt von Quantic. Scream mit der Waffe. Oh, sollst du eigentlich direkt safen? Keine Chance mehr. Ah, da muss ich gleich nochmal drauf achten, wie sie das wirklich machen, Banane. Am Anfang hat auf jeden Fall NBK vorhin eine geworfen. Und dann muss wahrscheinlich muss wirklich vom A noch eine gekommen sein für die Banane unten. So, Wave Games hat auch Echo. Aber was wieder üblich ist bei Wave Games, sie haben relativ viel Equipment mit Flashes bei Existence, um da Scream zu unterstützen. Quantic sehr aggressiv in der Anti-Echo. Haben auch schon MBK gut Hits gesetzt. A haben sie auch noch eine Flashback Kenny. Ah, sie wollen Hess einnehmen. Denk mal, deswegen hat Kenny auch die Flash. Jetzt mal schauen, jetzt wurde gespottet, jetzt kommt glaube ich die Flash gleich raus. Mal schauen, ob sie wirklich Hess gehen. Das könnte wirklich gefährlich werden. Netter Read von Very Games. Oh, spotten weiterhin. So, jetzt die Flash, jetzt die Flash, jetzt die Flash. Oh, die kommt zu spät, die kommt zu spät. Jetzt kommt sie erst. Das ist super spät. Ich weiß nicht, worauf er da gewartet hat. Kenny hat auch seine noch. Verstehe ich nicht, warum er da nicht Hess unterstützt. Ich hätte gedacht, dass er vor die Bibo flasht. Er nutzt sie für sich selbst, aber keinen Frag gezogen. Macht sehr viel Damage. Mal sehen, was Scream noch machen kann. Die Bombe ist noch nicht gelegt. Er weiß, wo beide sind. Oh, die Smoke ist super jetzt in der Situation. Aber oh, die Bombe ist down. Boah, 4 Sekunden. Boah, das schafft er noch. LOL! Er hat es nicht mehr geschafft. Was ein Fail von Quantic. Die sich hier zu viel Zeit lassen in den Runden. Und das war ja nicht mal eine Waffenrunde von Very Games. Hat es dann doch alles noch sehr gut delayed. Quantic wirkt irgendwie hier noch nicht ganz wach. Aber von der Zeit her hätte das doch reichen müssen. Ich weiß gerade nicht, ob es 5 oder also 3 oder 4 Sekunden dauert zu legen. War auf jeden Fall richtig knapp. Wenn sie die Bombe durchkriegen, dann hat Scream wenig Chancen. Aber so, zugunsten von Very Games verlaufen. Behalten auch ihren aggressiven Spielstil Banane dabei. Quantic baut ein bisschen anders auf. Nur noch zu dritt Mitte. Haus immerhin jetzt schon eingenommen. So, jetzt geht die Smoke weg. Schönes Timing, aber Smith kriegt die nicht kaputt. Wieder Existence Banane abgestellt, also Very Games gefällt mir richtig gut. Wie sie decken. Quantic noch 2 Smokes. Haben wir nur noch 45 Sekunden. Oh, wie man MBK da wirklich nicht sieht. Oh, das machen sie so gut, aber da fehlt auch einfach die Smoke. Ich meine, sie haben 2 Smokes. Warum nicht einfach mal Hess absmoken? Oder Action. Irgendwas. Sie laufen ihn halt nur rein.
überzeugen mich gerade überhaupt nicht, nutzen nicht ihr Equipment. Man hat Varygames auch einfach viel zu leicht, das Spiel, sie da auseinanderzunehmen. Gefällt mir überhaupt nicht, was Conti gerade fabriziert. Spielen sehr schlechte Goals. Verdiente Führung für Varygames. 4:1. Eco auch bei Quantic. Vielleicht investiert Hiko in eine Waffe. Schön aufgehalten am Anfang von Scream und Existence. So, es gibt auch keine Flash mehr, von daher eigentlich überhaupt keine Gefahr jetzt hier, wenn der Vego kommt. Existence vielleicht doch gleich gegen. Scream bei einer Minute gegen geflasht. Nice. Boah. Alle blind gewesen. Schön auf der Overview zu erkennen. Delayed das Ganze noch ein bisschen, was aber echt egal ist. Oh, Existence hilft stark. Flash das auch. Dann Scream rein. Boah, der rastet wieder aus. Auch wenn es ein Eco ist, aber sein Aiming sitzt scheinbar immer noch. So, mal gucken, was sie jetzt machen. Ob sie endlich mal einen gescheiten Groß spielen, mal ihr Equipment nutzen. Und Nip wird sich wahrscheinlich auch das Spiel jetzt angucken. Bin auch sehr auf die Map-Votes gespannt, auf die Vetos, was sie rauswählen. Vielleicht sehen wir ja nachher auch Cash oder Mill. Das ist einseitig für sehr unwahrscheinlich. Ich denke mal, VG wird da einen Teufel tun, die ganzen drei Maps rauszuwählen. Also die 1, Cash und Mill. Werden sie, denke ich, drin lassen. Ja, bin gespannt. So, diesmal ein bisschen anders. Kommen jetzt nicht so viert Mitte, sondern auch mal über Hausmeister. Wieder keine Smoke. Oh, aber NPK läuft ihn rein. Also doch ganz gut vielleicht eingestellt. Gegen Flash von Kenny. Musste eigentlich noch großen Sand kommen. Sehr schön gespielt von ihm. Wichtige Pose noch eingenommen. Zu zweit blocken sie auch auf Spot. Existence schiebt auch noch. Also Quantic hat auch überhaupt keine Zeit mehr. Existence, wie gesagt, auch schon da. Boah, sie setzen aber die Frags nicht. Boah, ist ein bisschen stark. Krass. Das war seltsam. Waren zu viert da. Existence war eigentlich auch schon mit da fast. Und sie können den Go nicht aufhalten. Aber er kann es trotzdem noch machen. Weil er rechnet mit ihnen am Spot. Boah. Und Hiko war nach oben. Bitter. Wenn er den spottet, dann bleibt er einfach weg und er kann die Runde besser ausspielen. So wusste er leider nicht, wo er ist. Und Quantic holt sich die erste Runde. Oder die zweite. Schade. Wahrscheinlich, wenn Kenny da länger überlebt hätte, die Runde auf jeden Fall für Varygames. So ist er zu schnell gestorben. So, da sehen wir wieder die Smoke. Und das Existence und Scream beide noch eine haben. Kennen da wirklich nichts. Scream auch instant am Schieben. So, und jetzt kommt hier die Nachsmoke. Genau, die wollte ich mal sehen. Boah, die wurde verworfen. Zu hoch, glaube ich, hier gegen die Skybox. Oh, deswegen hat sich Existence gerade selbst nochmal weggesmoked. Ich verstehe nicht, warum Quantic das nicht gemerkt hat, dass sie immer so, zu viert am A stehen. Weil das Existence immer so schnell da ist, da muss man ja auch seine Schlüsse ziehen. Beziehungsweise das Scream immer da ist, muss man ja auch merken. Dass dann eigentlich nur einer B steht. Was steht da auf mit Arme? Oh, die Doppeldeckung geht diesmal doch wieder auf. Kenny geholfen, schön geschoben. Oh, die anderen beiden jetzt über Mitte wieder, wie auch sonst. Wirklich was anderes
haben die Amis bisher noch nicht gespielt. Wieder 30 Sekunden sind noch. Hey, brauchen so lange. Extrem komisches, gammliches Spiel von Quantic. Treffen auch komische Entscheidungen. Das ist jetzt gar nicht so schlecht, aber die Zeit läuft halt davon. Dass der Hiko noch überhaupt geht, ist ganz gut. Existence wieder Modern 2, so wie eben. Boah, Frosthitted. Also, sie gewinnen die Runden meiner Meinung nach gerade nur durch Einzelskill oder durch kleine Fehler von Very Games. Sind nicht wirklich hervorragend rausgespielt. So, diesmal sind sie defensiv, B. Schön umgestellt und Quantic sieht so aus, als ob sie wirklich. Liegt da eine Smoke? Ja, sehr geil. Also, ich glaube, sie wollen das wirklich jetzt bestrafen. Haben sie es endlich mal verstanden? Existence ist auch wieder drüben. Wobei, diesmal ist er natürlich eher da, weil Scream einfach keine Kontrolle hat. Spottet da nur an der Kante. Von daher, sehr gut umgestellt von VG. Zwar auch ganz gut drauf eingestellt von Quantic, müssen jetzt aber wissen, dass er keine Offensive ist allein und jetzt eigentlich auch wieder merken, oder eigentlich müssen sie darauf spekulieren, dass wirklich zwei am B jetzt wieder stehen, weil da halt keiner offensiv ist. Jetzt wieder nur 40 Sekunden. Die Entscheidung ist gerade noch nicht wirklich gefallen. Hiko noch ganz weit weg und jetzt haben sie es wahrscheinlich auch gemerkt. Schauen, wie Existence und Scream das handeln. Scream pusht einfach in die Smoke. Weil er ist im Hof. Kann den ersten machen. Existence gibt gerade Gas. Er war nicht da. Kommt nicht mehr zum Gegenflächen. Oh, das ist vielleicht die Chance. Boah, stark Save von Scream. Nice. Den zweiten Mann da auch noch. Ganz, ganz wichtig. Stark gemacht. Hält hier Very Games am Leben. Von Frost geplant und TCK. Wichtige Pose jetzt. Hat den Schatten gesehen. Oh Gott, er hat nicht auf seine Munition geachtet. Direkt in den Reload verfallen. Leider wurde das nicht bestraft, sonst Mist. Hätte er auf jeden Fall rumziehen müssen. Hat das wahrscheinlich aber selbst nicht gemerkt, dass da ein Reload kam. Schöne Fläche gegen TCK. Boah, und Smith anscheinend selber blind. Aber letztendlich doch noch gemacht. Und Frost. Boah, er macht's. Wieder, aber irgendwie durch Einzelleistung. Kleiner Fehler auf jeden Fall bei Smith. Wenn er den Reload hört, dann bin ich mir sicher, zieht er einfach rum. Quantic mit der Anschlussrunde. Haben jetzt Very Games auch in der Eco. Da haben sie ganz gut wieder rangekämpft. Ich glaube, Very Games wird nächste Runde einfach wieder diesen aggressive Taktik wählen. Hat ja bisher eigentlich ganz gut funktioniert. Irgendwie. Da oben explodiert sie halt. Ich weiß jetzt nicht, wie blind man davon wirklich wird. Das ist schon die zweite. Aber irgendeinen Effekt wird es halt dann haben, sonst würde er sie nicht werfen. Schön, wie sie gerade spekulieren auf B. Vielleicht wird das aufgehen. Existence hat eine Gegenfläche. Kenny hat eine Nade. Existence ist leider blind. Oh, Scream. Wer auch sonst macht Headshot. Quantic ist blind. Wir selbst auch. So, und jetzt nur noch 30 Sekunden. Boah. Aber TCK ist von hinten gekommen. Trotzdem, wenn sie noch Zeit rausholen, noch einen Frag machen. Weiter zusammen rum. Schön. Boah, der Hofspieler. Fällt nicht Tour und Tour. 12 Sekunden noch. Smith ist aber noch im Spot. Und er macht es hervorragend. Boah, ein MBK. Schöner Headshot und Dazed. Letzte Verbleibende. Er muss legen. Oder auf Frag gehen. Und er schafft es nicht.
Sehr stark von Valve Games, sehr schön spekuliert. Da zahlt sich's auch halt wieder aus, dass sie Granaten kaufen in der Eco. Und Quantic spielt da einfach zu durchsichtig. So, mal gucken, ob sie jetzt wirklich wieder das aggressive spielen, Banane. Nein, BK auf die Smoke wieder. Auf jeden Fall. Oder? Ja. Schade, dass sie es weiterhin nicht, dass sie es weiterhin nicht so aggressiv spielen. Man hat wahrscheinlich wirklich Angst, dass sich Quantic da mehr drauf eingestellt hat. NBK mit der Chance. Schöne Posi. Haben wir auch schon mal gesehen. Die ist echt nicht schlecht. Quantic hat übrigens gekauft, was geht. Spielen mal was Haus, kriegen den Frag. Jetzt letztendlich doch. NBK war noch in der Action, ist aber sehr low. Senfis kann ihn finishen und Daze ist aber nur noch 11 HP. Bombe jetzt gepickt, aber kann er eigentlich nichts machen. Das wird ihm auch gleich helfen können. Oh, er hat ihn nicht gesehen. Nee, noch liegt. Jetzt zu dem. Schön. Gut aufgepasst. Schöne Runde mal wieder von VG. Feinde von MBK mal wieder. Ja, glaube ich wirklich hier in dieser kleinen Ecke noch, in dieser Kante. Meistens ist er da runter, falls da einer zielt. Man muss aber wirklich, wenn man hier Döner rauskommt, wirklich noch in das Eck. Am besten weiten Strafe raus. Aber das war ja nicht passiert und hier ist einfach einer vorgeschlichen und der hat natürlich Pre-Aim eher auf die auf den Eingang als da unten links. Und das hat MBK einfach die Chance gegeben, konnte da auch Mitte rumziehen, den zweiten setzen, die Runde damit schon fast alleine gewinnen. Und die Mitte-Deckung hält wirklich, ist wirklich einer der standhaftesten, die mir so einfällt auf Inferno. Aber guckt euch mal die Smoke an, wie schlecht die eigentlich auch sind. Senfis jetzt Haus vor, Dazed macht der Häs ein bisschen was allein. Die haben noch ein bisschen Equipment, könnten das vielleicht auch nutzen, um Senfis da rauszuholen. So, und der stirbt jetzt schon, hätte da auf jeden Fall warten müssen auf seine Mates, muss da ganz, ganz viel später kommen. Finde ich nicht gut. Aber so ein wirklicher Plan war halt auch nicht zu erkennen. Von daher kein großer Vorwurf an ihn. War wahrscheinlich wirklich einfach die Ansage, die auch gefehlt hat. Und sie sind sich sowas von unsicher. Habe ich selten gesehen. Wirkt fast sogar schon ein bisschen ängstlich. Man hätte die Fläche gut nutzen können, um da wirklich Action durch. Einfach stupide Action. Gangsplit mit Flashes in den Sandkasten. Vielleicht noch einer am Spot. Und dann wenigstens was versuchen. Aber so hat man einfach nur die Frags kassiert, man hat überlebt sogar noch mit den Grants. Das heißt, es kam kein guter Go. Nächste Runde, nächste verdiente Runde für Valve Games. Siebte overall. Ne, die achte sogar schon. Die AWP bis auf die eine Runde vorhin, wo er NBK mal holen konnte in der Action, hat er bisher wenig damit anrichten können. Wenn man es mal genau nimmt, Haus schon so eine Art, ich würde nicht sagen Schwachstelle, aber so eine Lücke im Valve Games Spiel auf jeden Fall. Ich glaube, wenn ich gegen Valve Games spielen würde, würde ich sehr viel über Haus die Taktiken aufziehen. Action zurückdrängen, damit man da ein bisschen Raum hat und dann einfach mit Flashes Action Gangsplit
Easy. So, wieder kommt die Kreuzdeckung zum Einsatz. Oh. NBK sieht ja nicht ganz so gut aus wie NBK. Kenny sieht ja nicht ganz so gut aus wie NBK sonst. Boah. Jetzt haben sie mal nur einen einzigen Frag gesetzt. Haben sie jetzt doch langsam verstanden, dass sie da immer gekreuzt werden. Kenny natürlich auch Bad Luck da mit der Flash. NBK steht ja meistens hinter der Säule, aber es wird die fünfte Runde für die Amis. Hätten sogar. Ja, die Eco war halt auch unnötig zu verlieren. Ich weiß gerade nicht, ob Very Games davor schon mal eine Eco hatte oder ob das alles Equipped Rounds waren. Ich glaube, eine Eco war da dabei. Existent mit A, also nochmal ein kleine Umstellung am B. Ansonsten den Aufbau kennen wir ja soweit. Vielleicht gibt es das Duell Frost gegen Kenny, gegen Existence, ja. Boah, und Existence, sie geben sich beide Hit. Wie so einen komischen Hit, glaube ich, durch die Kante oder sowas. Keine Ahnung, wie man sich da auf 74 und 67 runterschießen kann. Und jetzt haben sie Instant getauscht, gefällt mir auch. Wobei mir es mehr gefallen würde, wenn Existence da Bibo schiebt, denn dort wird er wahrscheinlich abgesmoked, wenn wirklich ein Hasco kommt, ein Split. So, 40 Sekunden, die Uhrzeit kennen wir. Schöne Silent Flash von hinten. Frost überlebt das Ganze aber. So, zwei im Haus. Jetzt kommt da langsam mal der Go kommt. Schon wieder haben sie eingefangen, bevor überhaupt der Go stattfinden konnte. Frost ist da auch weit weg und sie spielen es ernsthaft als Fake, aber 20 Sekunden noch Dazed allein an vorderster Front wird von Scream jetzt sehr wahrscheinlich kassieren. Oh, der ist schon links durch. Oh, er hat, konnte ihn jetzt aber ansagen, Existence. Glück im Unglück nochmal für Scream. 9 Sekunden noch, wie wollen sie hier denn. Alter, das ist so unverdient eigentlich für Quantic. Wobei man natürlich auch sagen muss, Valve Games muss da sowas natürlich auch aufhalten, wenn die Zeit so weit unten schon ist. NBK checkt das Eck nicht. Tour und Tour und dennoch. Was der hier blind? Ne, sieht noch was. Schönes Kreuzfeuer. Beide mit Kit. Die Zeit läuft davon. Smith, sehr wichtiger Frag. Und jetzt muss er Meat Shield machen. Kenny bricht ab. Oh, schade. Hätte durchziehen müssen. Er darf da nicht abbrechen. Und Smith musste einfach instant Gas geben und sich vor ihn stellen. Sechste Runde. Wie er da noch überlebt. Sein Ernst. Weiß nicht. Zu viele Fehler für meinen Geschmack auf beiden Seiten. Hoffen wir doch mal, dass sich beide Teams noch steigern. Sonst sehe ich hier kein würdiges Finale vor uns. Sehr stark in BK, auch wenn es ein ekelhafter Lag war. Sie haben da auch richtig Angst, da den Refrag zu setzen. Also, verstehe ich auch nicht ganz. Sehr viel Damage gemacht. TCK, Hiko, Low. Guter Job von MBK bisher. Haben auch noch beide eine Smoke am B. Können das jetzt so lange aufhalten. Und MBK ist sowas von aktiv. Hat sehr viel ausgeschlossen. Smith könnte fast sogar schon schieben. So, und der Go kommt. Oh,
Oh, der ist blind. Scream ist drauf. Oh, NBK von hinten. Oh, schleicht doch. Och, Alter, sein Aiming. Wie er ihn eigentlich reindaddelt, aber trotzdem noch zwei Frags bekommt. Krass. Kenny, ja. Boah. Schöner Schuss von Frost. Ah, kommt echt noch zum Planten. Aber die Runde dürfen sie jetzt nicht dumm abgeben. Einfach konzentriert runterspielen. Wir müssten genau gewissen, dass dass Frost da auf einen Frag geht. Den ersten macht er. Den zweiten auch noch. Existence im 1-on-1. Boah, und Frost kommt weg. Er hat kein Kit. Alter, ist das nicht euer Ernst, wie man die Runde abgeben kann. Oh, und dadurch ist so schlecht gelegt, aber der hat kein Kit. Hat Kenny da nicht eins gehabt? Ich sehe, der Griff ist immer wegfliegt, aber es reicht. Boah, Rare Games bringt mich hier noch zur Verzweiflung manchmal. 9-6, interessante Halbzeit, Fehler geprägt, aber dadurch auf jeden Fall auch spannend. Mal gucken, was die zweite Hälfte uns bringt. So, auf wen warten wir? Keine Ahnung. Das sehen wir ja leider nicht. Aber so lange, wie Very Games immer braucht, bei den Map-Vetos, kann ich mir vorstellen, dass sie hier sich auch nochmal kurz mal zusammenfinden und mal kurz die Pistole besprechen. Equipment. Auf CT-Seite aber auch. Was sollte das denn? So, Ansage kam, dass da einer offensiv steht. Okay, den Kontakt im Haus gehabt. Frost natürlich mit 5-7. Boah, wie aggressiv er ist. Auch Dace natürlich wieder mit 5-7. Ich habe hab extra die Rolle geändert bei ihm auf Pistol-Spieler. Und der Weg geht Richtung A. Und das ist eigentlich, wenn man Overview anguckt, eine schlechte Entscheidung. Und TCK kriegt keinen Frick. Hätte auf jeden Fall weggehen müssen. Smoke hilft der Rams sehr gut, um da rauszukommen. Fällt mir. Skansand eingenommen. Und Scream mal wieder. Aber Frost Action da. Dazed noch auf Spot. Und ich weiß nicht, ob sie mit Dazed rechnen. Und Frost natürlich auch eine schöne Pose eigentlich. Sind halt noch im Sandkasten gefangen, aber haben aufgepasst und MBK passt auch noch auf. Krasse Pistol von Very Games, ein bisschen verschenkt, vor allem von TCK, zu viel Risiko da oben. Ich meine, sie sind schon zu viert am A, warum lässt sie da nicht einfach noch rauskommen? Zu risikobehaftet gespielt einfach. Klar, er kann da irgendwie zwei, drei Headshots machen, aber er kann halt genauso wie jetzt sterben. Wenn er da zurückbleibt, dann ist das auf jeden Fall die sicherere Variante. Zweite Pistol geht an Very Games. Zweite jetzt sehr eindeutig. Die erste konnte Scream nochmal retten für sein Team. Quantic stackt ja auch ein bisschen am B. Und zwar nur zu dritt. Schicken Existence da drauf mit der Glock. Schade, er stirbt. Kenny auch nur mit Glock. Das ist sehr interessant, was sie da immer machen. Treffen jetzt die Entscheidung, direkt groß zu gehen. Und das ist an sich eine gute. Wo kommt jetzt einer noch mal raus? Nee. Aber einer blockt Haus. Boah. Und jetzt wird's schwer. Die
Deswegen geben sie auch noch die Eco ab. Gibt 44 Sekunden noch. Also sie haben wenigstens noch Zeit, um zu arbeiten. Aber wenn man die Overview anguckt, sind komplett eingekesselt von allen Seiten. Das ist halt immerhin mal die Bombe. Wichtig für den Scream. Oh, Scream hier einfach wieder mit sahnigen Headshots. Kenny natürlich auch. Doch noch die Runde gedreht. Was sind denn beide gefallen? Hess oder was? Ja, ich glaube, die beiden wurden von Scream aus dem Leben geschält. Schade, aber richtig knapp. Hätte auch in die Hose gehen können. Und ich finde es interessant, dass sie eine Glock-Eco machen. Sparen dadurch natürlich richtig viel Kohle. Die Glock ist halt auch eine starke Waffe. Aber da hat einfach gerade der Refact von Kenny gefehlt. Mal eine bisschen andere Aufstellung, kein Stack irgendwo. Dieser Frost. Und diese Waffe haben auch eine innige Beziehung. Ich schieb jetzt auch rüber. Ah. Verspekulieren sich ein bisschen. Goldner kann man eigentlich sein. Boah, der bespankt ein. Kostet die Waffe echt 20 Schuss, das ist gar nicht so übel. Senfis. ETF? Senfis bankt er ernsthaft noch einen? Wieder ist es nicht. Und es ist eine Situation in MBK, wenn er stirbt. Boah, mit dem zweiten rechnet er nicht. Oh, warum der nicht eher rumzieht? Jetzt hat er ihn wieder. Boah, super von MBK, aber komisch gespielt von Hiko. So, und jetzt die Runde von MBK. Auf jeden Fall gerettet. Komisch gemachter Base, Banane. Ich habe schon verstanden, was er da gemacht hat. Wollte halt irgendwie. Hat halt gedacht, dass er nicht nochmal Banane zielt. Aber MBK auch nicht so dumm. Wenn sie Satz 2 direkt draufgehen, dann muss er ihm halt einfach Headshot geben. Und dann haben sie ihn und dann haben sie es 2 on 5. 5 on 2 aus ihrer Sicht. So, mal schauen, was die Equipped Drones bringen. Frost mit Aave. So wie man es kennt. Auch hier sind sie aggressiv, die Smoke liegt auch. Aber wir spielen das ein bisschen anders. Wir haben jetzt eine Nate gefangen. Haben das jetzt leicht verzögert gespielt, weil wir geben es geht ja immer direkt rein mit HEs. Wieder ein House-Go. CCK im Sand. Er kann keinen machen. Das ist für mich gerade ein bisschen die Schwachstelle bei Quantic. Was ist denn mit MBK los? Er ist. Wurde. Oh, ich glaube, er wurde in der Luft angeschossen und dann runtergefallen und gestorben. Gleich nochmal die Leiche angucken. Aber die Runde ist noch nicht gegessen. Die Bombe ist. Leute, Hiko saved schon. Der Rest hat sogar noch eine Chance. Aber jetzt ist die Smoke da. Jetzt sollte der Rest sich aber auch schleunigst verpissen. Na guck mal, Hiko ist schon T-Base. Jetzt kommt die Ansage. Frost geht auch mal weg, Mann. Jetzt auch wenn die Bombe noch nicht gelegt ist, aber. Hiko chillt halt schon die ganze Zeit. Sie gehen ernsthaft erst weg, wenn die Bombe gelegt wird. Mal schauen, wann Bellgames das merkt und handeln geht. Ich wollte mal die Leiche angucken. Was könnte sie vielleicht sein? Wir kriegen aber alle drei Waffen durch. Das ist gut. Die müssen sie auf jeden Fall auch legen, den anderen beiden, TCK und Samphis.
Ich glaube schon, dass sie gefrühstückt haben. Das Schlimme ist ja, dass die Klischees wirklich bei dem Team zutrifft. Also sie sind alle ziemlich stämmig, glaube ich. Bis auf Dazed. Frost kenne ich jetzt nicht, aber Hiko ist auf jeden Fall ein stämmiger Mann. Semphis ist auch nicht um die Fett, aber halt riesig und schon breit. Aber Semphis ist kein Ami, ist ja also kein US-Amerikaner, ist ja Kanadier. So, der gleiche Go. Und es geht wieder auf. Ähnlicher Spielverlauf. Hiko wieder weg. Es ist aber immer noch nicht T-Base. Wieder ist es Dazed, der belebt hat. Frost. Also es ist fast exakt fast die gleiche Runde. Wieder dauert die Bombe lange, weil Very Games einfach abdeckt. Schön spekuliert. Sie müssen halt, haben halt Angst vor Action. Spot auch noch nicht gecheckt. Oh, wichtig für Existence. Einer kommt aber. Ah, Hiko braucht da noch einen Ticken. Zu lange vielleicht auch. Wurde abgedeckt. Boah, stark von Existence. Sehr schöne Runde von ihm. Auch wenn Frost noch einen hätte, das dürfte egal sein, wenn sie das jetzt gut über Kreuz spielen. Das Screen macht sogar auch den Headshot. Ach, too easy vor gerade. Wie das auch einfach nochmal klappen konnte. Was für eine Mod-Versammlung im. Eine Mod- und Turbo-Versammlung ist im Chat. Auch nett. Oh, Very Games kennt da nichts. Ein kleiner Asmo-Move. Aber Smith selbst noch blind. Oh, First Check für Quantic. Boah, stark von Dazed. Das war gerade ein bisschen komisch. Hat irgendwie noch eine Flash gefehlt. Oder sie haben sich selbst wieder weggeflasht. Erste Unterzahlsituation für Very Games. Ja, wieder Haus zu zweit. Kenny. Eine Smoke. Boah, schön. Sie faken das. Warten, ob den da. Hast du so geil gemacht eigentlich? Jetzt warten sie. Kenny wird jetzt gleich die Smoke noch werfen. In, vor die Action oder so. Da kommt sie. So, und jetzt der Go. Sehr schön gemacht, eigentlich. Mal sehen, ob es belohnt wird. Sieht leider nicht so aus. Schade. Kenny. Ja. Schade, aber plus eins oder Props für die Idee. Vielleicht auch mit dem Hintergedanken, dass Quantic merkt, okay, die faken das jetzt, die gehen B. Und vielleicht in der Annahme von Very Games, dass sie dann schieben. Aber war nicht der Fall, trotzdem schön gedacht. Erste CT-Runde für Quantic. Very Games aber noch ein gutes Polster. Kenny mit Skateboard, was wir immer unter den Füßen wegschnappen wollen. Hier mit Very Games Style. Und Very Games will, glaube ich, Banane gleich einnehmen. Warten auf NBK, der ihn, glaube ich, eine Flecht gleich geben kann. Ah, sie scheißen gerade ein bisschen auf Banane. Oder es wird ein. Oder wird ein Split. Wir stehen auch Mitte ein bisschen aggressiver. Penny gesehen hat? Boah, ich glaube schon. Da hätte die. Schön nochmal abgesetzt, schade. Wo ist denn, dass da gedoppelt wird? Die anderen beiden nehmen gerade B ein. Boah, kassieren gerade gute Hits. Müssen eigentlich den Go spielen. Kenny hat den. Hat die Bombe. Dazed schon am Schieben. BK noch einen kleinen Fight gehabt.
Jetzt gibt es in Go die Gegenfläche. Da kommt überhaupt keine. Varicams kann easy auf Spot fahren. Y. Boah, der macht allzu viel. Das ist zwar mit Refrag. 10 Sekunden noch. Gute Hits. Mit Glück kann er hier nicht die Bombe legen. Ja, aber sie haben halt zu low HP. Bombe immerhin geplantet. Das könnte ihnen die Chance geben, nächste Runde zu kaufen. Mal sehen, wie viel NBK noch machen kann. Finde ich gut, dass Quantic das kontrolliert Runde spielt, hier nicht einfach reindaddelt. Somit wahrscheinlich auch keinen Frag mehr. Schöne Arbeit von Frost. Nächste Runde für Quantic. Auch die zweite in Folge mit 4 Mann überlebt. So langsam aber sicher kommen sie hier ins Spiel zurück. Banane. Da sieht man, sie warten immer. Das machen sie echt anders. Warten kurz und nehmen dann ein. Was ich gar nicht mal so verkehrt finde. Oh, Frost. Boah, stark. Schöne Kante da ausgenutzt. Aber instant geschoben. Das macht Frost auf jeden Fall besser als TCK. Vorhin in der Pistol, wer sich noch erinnert. Wir geben es auch in der T-Eco hier mit sehr viel Equipment. Enorm vielen Flashes. Schauen, wo sie wählen, hinzugehen. NBK Haus oben Ausgang sieht das eher nach Action aus. Kenny hat auch nochmal eine Smoke, glaube ich, gerade geworfen. Jetzt aufgeploppt, gehen doch Hess erst an. Oh, schauen, wann NBK rauskommt. Reflex-Chance. Ne, TCK passt auf. Schön aufgehalten von Quantic, aber egal, war halt, wie gesagt, eine Eco. Neunte Runde. So, nicht, dass hier das Nip-Syndrom zuschlägt oder das Varigames-Syndrom bei Varigames selbst. Schlecht. Von der TB ist die Mitte direkt zu smoken. Oh, schneller Aufbau über Haus. Instant eingenommen. Wissen jetzt somit schon wieder gut Bescheid, wie Quantic da steht. Und wenn sie. Boah, wenn sie den Go super schnell spielen, ist Dazed halt auch noch nicht da. Haben auf jeden Fall gerade die Überzahl. Wird aber noch ein Stück dauern. Wir hätten wieder diesen House-Go spielen. Existence gibt jetzt die Flashes. Wir klären Fotos davon. Gute Hits. Kann den Sandkastenspieler jetzt erst killen. Das war zu spät. Wesentlich zu spät. Scream ist auch tot. Und Existence auch noch im Haus. Zwei sind noch auf Spot. Das ist eigentlich nicht zu gewinnen. Boah, schön Existence. Oh, nice, Smith. Kriegt den am Spot nicht kaputt. Muss natürlich auch vorsichtig sein mit der Awe. Die Zeit läuft ihn auch davon. Schöne Gegenfläche nochmal. Samphis kann eigentlich auch nochmal gegenflächen. Und jetzt stirbt Samphis. Schön, mit Frost haben sie überhaupt nicht gerechnet. Smith auch schon low. Muss Frost. Ach, Dazed, meine ich, muss er töten. Damit er eine Chance gegen Frost hat. Aber. Quantic hält diese Ghost mittlerweile ganz gut auf. Gute Gegenfläche. NBK hat da auch sehr lange gebraucht, den Frag zu ziehen. Zweistelliges Ergebnis jetzt somit für Quantic. Waren, wenn ich mich nicht irre, auch jetzt 4 Runden in Folge. Bauen dadurch natürlich auch ganz gute Kohle auf. Varigames muss nochmal sparen. Also wird doch nochmal knapp. Der MK mit so einem kleinen Fake.
Rest Richtung B. Falsche Seite spekuliert. Aber der ist noch durch die Smoke. Sogar mit Headshot. Oh, Cream kann einfach mal die Bombe legen. Auch nicht schlecht. Oh, und er pusht durch. Boah, perfekt abgezielt von Frost. Gefällt mir richtig gut, der Spieler. Auf dem Event. Auch mit seiner Autosniper natürlich. Lol. Oh, und er hat offen gelegt. Ach, schade. Noch drei. Mit gegen zwei hätte ich ihm sogar noch zugetraut. Oh, haben sich schön nochmal da breit aufgestellt und nicht alle in einer Linie. Schade, aber die Eco ist immer sehr ansehnlich bei Very Games. Aber jetzt müssen sie langsam aber sicher hier mal den Sack zumachen oder zumindest schon mal den Knoten so langsam binden, nämlich die Overtime hier festmachen. Nehmen sie, glaube ich, wieder verzögert ein, oder? Oh, Element ist blind. Stark von Smith. Erste Mal, dass hier seit langem Very Games wieder einen First Check bekommt. Ziehen den gar nicht durch. Quantic direkt geschoben. Was machen sie gut? Wissen eigentlich noch ganz gut Bescheid. MBK hat das Haus die ganze Zeit Kontrolle. Jetzt doch letztendlich den B-Code zu schieben. Boah, sehr gutes Timing. Man hat's. Ey, perfekt. Sempis schiebt gerade weg und dann schieben sie alle Banane. Jetzt ist es auch nochmal mit der Smoke zum Faken. Ja, es ist nur Dazed am B. Boah, der kann. Boah, stark von ihm. Boah, ein B-Kick kann aber auch erst einmal. Oh, was? Alter, was ein Reaktionsschuss von MBK. Oder was ein 63 Grad Rüberzieh-Headshot. So, blocken beide Base. Ah, gut. Geht doch kein weiteres Risiko ein. Wäre auch ein bisschen arg seltsam geworden, wenn sie da durch die Smoke TCK in die Arme laufen. So, und jetzt haben wir das Kreuzfeuer. Oh, wie sie das verschenken? Und warum Scream auch nicht hittet? Oh Gott. Oh Gott, bei Very Games zittern hier die Ärmchen. 12 zu 14. 6 Runden in Folge. Very Games gerade sehr am Wackeln. Habe ich das Schinken gehört? Ich vergesse schon nicht zu atmen, keine Angst. Wohin da wieder was B? Vor allem muss ich echt nochmal überlegen. NBK rettet da quasi die Runde, die ist schon fast gewonnen. Durch seine guten Shots oder Pass. Und dann verkacken sie das Turn 1. Haben eigentlich ein gutes Kreuzfeuer. Haben sie auch weniger Zeit. Ich spiele das einfach nochmal. Puh. Eine Gegenfläche ist noch geworfen. Der ist abgesmoked, wird aber auf Spot schieben. Hiko mit dem ersten. Und der ist kein. Aber starke Runde von Hiko. Schöne 3K.
Existence MBK, die letzten verbleibenden Spiele für Very Games. Bombe haben sie. Schöner Schuss. 40 Sekunden noch. Boah, ein MBK dreht hier wieder die Runde. Aber die Awe ist gefährlich. Hat er die Bombe bekommen? Nee. Boah, er glaubt doch, er hat sie. Boah, 3 Sekunden, aber leider noch. Boah, schade. Oh. Bitter. Wieder eine knappe Runde. Aber man sieht's, geldmäßig ist Quantic gut aufgestellt. Können auf jeden Fall. Aber seid so gut aufgestellt. Wir mussten schon viel nachkaufen. Sag mal so, wenn sie eine Runde verlieren. Gut, dann können sie noch kaufen. Das ist schon. Eigentlich gar nicht so eine schlechte Ausgangslage für Quantic. Verstehe allerdings nicht, warum man sich jetzt so auf dem B versteift. Bei einem A, gut, der Hausgo war halt einmal erfolgreich, jetzt schon wieder. Das ist ja wie auf Mirage gegen Nip gestern, wo sie nur A gegangen sind, und das ist kein Witz. Sie haben halt alle Runden, die sie gewonnen haben, haben A gewonnen. Es ist ja nicht mal so, dass sie irgendwann mal B gegangen sind, ne, haben sie komplett aus Acht gelassen. Also war schon seltsam, und das ist jetzt hier irgendwie auch ähnlich. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, zumal man es wahrscheinlich relativ viel machen kann. Oder das nochmal irgendwie faken und dann über Häs gehen zum Beispiel. Wobei dann natürlich Dazed meistens da ist. So, also wie gesagt, wir werden wieder den Go spielen. Vielleicht ein bisschen angepasst. Flash, es ist kassiert. Pico rastet wieder aus, macht diesmal 2 anstatt 3, aber Dazed überlebt da lang. Kassiert jetzt, gut. 3 gegen 3. NBK hat die Banane. Smith ist low. Scream auch. NBK muss es wahrscheinlich wieder richten. Oh, gute Pose ist eigentlich. Okay, nochmal schöne Nate. Oh, alle über den Seitengang ist vielleicht gar nicht so gut. Die Zeit tickt, tickt, tickt. Alle mit Kit auf jeden Fall. Sehr stark von Scream. Den zweiten. Oh, MBK muss seinen Arsch decken. Oh, sie wissen, wo er ist. Tight, tick, 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 tick. Er macht den Frag. War jetzt hier rum. Oh, ist das knapp gewesen. Puh. Aber wieder so. Also, weiß nicht, das Terror-Spiel. Unverständlich. Weil an sich hat das ja jetzt nicht wirklich geklappt. Ich meine, Hiko macht die ersten beiden. Ich würde sagen, gut, okay, wenn Hiko direkt irgendwie flasht ist und wenn sie ihn gut wegflashen können, aber anscheinend war er das nicht und konnte wieder 2 machen. Vorher geht eine Runde 3, also für mich sind das keine guten Goes. Ein guter Go ist für mich, wenn man die Spieler gut aus dem also gut flasht und gut direkt aus dem Spiel nehmen kann. Wenn er da einmacht, ist es ja okay, aber nicht 2 oder 3. Gut, dann die 3 gegen 3 Situation war ganz okay. Boah, Hit war gehört. Boah, wie NBK das gut. Sie gehen wieder drauf. Hiko macht wieder. Diesmal sind es wieder 3. Also, Very Games kann man echt hier mal mehr als kritisieren. Für diese Entscheidung, was Existence da ansagt, dieses B versteifen, unverständlich. Also, was okay wäre, das als Fake jetzt mal zu spielen, weil man sich halt so drauf versteift hat. Aber das immer weiter als Go zu machen. So, mit Anschlussrunde. 14-15. Und Very Games hatte kein Geld. Sie haben überhaupt kein Geld. Das könnte die nächste Overtime sein. Und damit ist Quantic sehr erfahren hier auf dem Event bisher. Gestern gegen ESC. Eine gespielt, davor ein Krimi gegen Dynamic gehabt mit insgesamt, was waren es, 4, nee, 5 Overtimes. Also da würde ich auf jeden Fall den Vorteil bei ihnen sehen. Oh, wenigstens in der Runde mal Richtung A, aber Quantic stellt sich ja auch eigentlich ganz gut ein. Lassen Sie jetzt Hiko, stellen den Netz ab. Wo ist denn da genau? Nochmal B wäre echt komisch.
So, ich vermute, dass es jetzt hier wieder diesen House-Score geben wird. Weil ich nicht ganz verstehe, warum Quantic hier so defensiv ist. Wir müssten eigentlich wissen, dass sie wenig Equipment haben. Boah, die Grins waren aber gut. Boah, aber zum Glück stehen sie auf Spot. Letztendlich doch noch die Frags gefallen. Scream letzter. Senf ist gut ausgerastet. Schön 3K von ihm. Und wir sehen eine Overtime. Auf jeden Fall verdient für Quantic, muss man sagen. Aber sehr, sehr hergeschenkt von Very Games. Simples. Ja, okay, er hatte was im Chat schreiben. Motiviert vielleicht nochmal sein Team. Klar, sie haben beide Pistols verloren und trotzdem wird das in die Overtime gedrückt. An sich Quantic dann doch gerade das bessere Team. Einfach ansagetechnisch. Überhaupt. Oh, diese Chat schaut schon wieder. Ansagetechnisch sehr enttäuschende Leistung von Existence. Ich hoffe mal, dass da jetzt noch ein bisschen mehr bei rumkommt. Was aus ein kann. Ich betone kann. Was ich mir auch jetzt, wenn ich mal genau drüber nachdenke, durchaus möglich ist, dass sie einfach nicht zeigen wollen. In Anbetracht der Tatsache, dass sie halt dann gegen NiP spielen, die wahrscheinlich gegen Very Games, hinter Very Games stehen. Ich weiß es nicht. Ich meine, sind wir mal ehrlich, was haben wir für Ghosts gesehen? Wir haben den House Go gesehen, wir haben den B-Go gesehen. Mehr war das jetzt nicht und ich bezweifle ganz stark, dass das die einzigen Taktiken sind, die Very Games hier in petto hat, die Existence in seinem Büchlein hat. Das ist der einzige, wie ich es mir erklären kann. Gerade natürlich auch nach der Führung, nach der 14. Runde, dass man dann einfach sagt, ja, okay, lass einfach 5-mal B gehen. Irgendwann wird es schon klappen, irgendwann lassen wir halt die, holen wir halt die 16. Runde. Kleiner Flame. Wie auch immer Kenny S. da gerade das Warm-Up gespielt hat. So, wir warten auf die Restarts. MR3 wird sein mit 10.000 Start-Money. Achso, und übrigens, nein, die Zuschauer, gestern ja auch schon so verblieben. Wer Interesse hat, die ESEA mal auszuprobieren, kann mir gerne eine Message schreiben, dem kann ich einen Premium-Code zuschicken. Dann habt ihr eine Woche ESEA Premium und könnt dann mal die Liga austesten, ein paar Packs spielen. Und ja, das Ganze mal unter die Lupe nehmen. Vielleicht gefällt euch ja das System und... Also mir eine Twitch-Pan schreiben. Ich habe auch gesehen, auf Facebook haben es auch ein paar gemacht, also gerne auch dort mir auf meine Seite einfach eine Message schicken. Und dann kann ich euch einen Key geben. Ich habe auf jeden Fall noch einige. Einige wurden auch noch nicht eingelöst, was ich schade finde. Gerade gestern haben einige, glaube ich, nachgefragt. Ich habe viele Mails rumgeschickt. Also es wäre schon schön, wenn die heute alle eingelöst werden würden. Also wirklich auch die, die ich schon rausgegeben habe. Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich die nämlich heute nochmal einfach irgendwie jemanden geben. Ich möchte wirklich, dass alle verbraucht sind, um da wirklich auch einen Schlussstrich unter die Saison ziehen zu können. Dass ich da jetzt nicht irgendwie noch mehr Keys übrig habe. So, erste Runde in der Overtime. So,
wieder ein schneller Hausaufbau. Hiko am Baum. Diesmal ist Days noch da, der lenkt da ein bisschen ab. Frost am Hess. Ansonsten standardmäßiger defensiver Aufbau. MBK wieder am Haus. So, wieder die Smoke für großen Sand. Boah, sehr gute Nate. Stark. Jetzt braucht NBK nur noch zwei Hits und er ist tot. Ah. Alter, ich bin verwirrt. Oh, mal schauen, ob sie es schaffen. Wie inkonsistent der Go irgendwie wirkt. Aber NBK kann den Track setzen am Spot. Im Sand. Und jetzt das 2-2. Boah, Kenny auch noch weggesprengt. Einen hat er gesehen. Kenny hat die Bombe aufs Spot. Boah, das wird super knapp. Kenny noch einen mitnimmt, wäre super. MBK. Er rechnet noch nicht mit Haus. Boah, jetzt gesehen. Jetzt wissen sie, wo beide sind. Boah, Kenny, auf geht's. Boah, sie lassen nicht viel Zeit. Sie müssen MBK halt nur anhusten. Der spielt das aber so extrem gut und kriegt sogar noch beide. Alter, dieser Typ. Aber gefühlt zu zögerlich irgendwie. Aber es ist auch echt schwer. Also, Barry Gibbs hat das super runtergespielt mit dem Kreuzfeuer. MBK nur abgefuckt die ganze Zeit. Kenny ist auch nicht dumm rumgegangen. Also wirklich gut gemacht. Konnte Kenny das vielleicht ausnutzen müssen, dass Williams nicht weiß, wo der zweite ist. Haus hätte dann vielleicht, nachdem NBK ihn gesehen hat, wirklich den Druck dann machen müssen. Dann direkt raus, um dann wirklich da den Frack zu ziehen. Williams gewinnt aber seit langer, langer Zeit mal wieder hier eine T-Runde. Weil so lange ist es nicht her, aber mal wieder eine halbwegs vernünftige, zumindest keine B, kein B-Go. Frost einfach reinschleicht wieder. Wie offen der auch steht. Kein Hit. Wieder diese House-Go. Ich mag das nicht, dass man den so viel Platz immer lässt für die Flashes. Weil immerhin werden sie Spot, glaube ich, nicht blind. Boah, jetzt scheinbar doch. Alter, der guckt immer super auf. Vorhin wurden sie ganz gut auseinandergenommen und jetzt kommen sie sehr easy drauf, kriegen alle Frags sogar relativ wenig Damage. Und Hiko Frost die letzten beiden. Also in der Overtime drehen sie ja nochmal auf. Zwei Runden in Folge. Und das Problem ist, Quantic hat nicht viel Geld. Es wäre super wichtig, die Waffen zu sparen. Barry Games sollte hier wirklich schleunigst auf die Jagd gehen. Boah. Alles gemacht. Hiko T-Base, mal schauen. Oh, Scream könnte sogar noch hinkommen. Ach. Was? Er bleibt halt an der Lampe hängen. Boah, schade. Tja. Eine Waffe durchgebracht. Semphis mit Max 7. Eine Farmers noch. Aber ohne Weste. Also extrem schlecht Equipment, extrem schlechtes Equipment. Ja, jetzt den B-Go anzusagen, finde ich gar nicht so verkehrt. Weil Hiko da die M4 hat, das ist die stärkste Waffe hier gerade auf Seiten Quantix. Den nicht kaputt. Boah, schön von Semphis im Haus. Dazed kann keinen mehr machen, aber beide low. Und Frost schnell von hinten, wenn er nichts schleicht. Boah, kann einen machen. Super viel Druck, beide auf Spot. Semphis leider nicht an eine neue Waffe gekommen. Schöner Schuss von Frost. Boah, jetzt aber Scream.
Die Smoke hilft ihm noch. Nein, geht doch Banane gegen. Oh, nicht alles bratzen. Krass. Schön gemacht von Scream, auch wenn ich nicht genau verstehe, warum er die Smoke liegt noch. Er hätte locker irgendwie hier zum Beispiel vorschleichen können, den Winkel so machen, weil Frost wird da wahrscheinlich eher so rumgehen. Da keinen Fokus irgendwie auf dieses Eck haben. Dann macht Scream ihn, dreht sich rum und macht den anderen. Bisschen komisch gespielt, aber hat halt trotzdem erfolgreich. 3-0 Level Games, eine Runde Bronze noch, in der CT waren sie ja ganz okay. Das T-Spiel hat mir auf beiden Seiten eigentlich überhaupt nicht gefallen. Und das, was ich vorhin gesagt hatte, trifft doch überhaupt nicht zu. Quantic, wir scheißen auf ihre Overtime-Erfahrung. Konnten die gerade nicht nutzen. Head 558, wenn du einen Code willst, schreib mir eine PN, dann schicke ich dir einen. Aber muss auch eben jetzt nochmal sagen, Quantic hat eigentlich das CT-Spiel auch nicht umgestellt. In der Overtime eigentlich immer ganz gut dafür geeignet. Kommt diesmal die Smoke an? Ja. Overtime finde ich immer ganz gut dafür geeignet, mal was zu riskieren, mal irgendwie ein kleines Special zu spielen, was anderes, vielleicht ein Push, mit dem die Ts dann nicht unbedingt rechnen, vor allem wenn man die ganze Zeit immer so defensiv war. Also ich finde das Spiel nicht perfekt auf beiden Seiten, aber der Spannung tut das zumindest hier keinen Abbruch. Larry Games Doppeldeckung in der Mitte geht mal wieder relativ gut auf. Haus wird auch geholt. Frost TCK. Gute Smoke. Entscheidung über Hess zu gehen ist gar nicht so schlecht. Auch wenn Existence mit Darius B wäre offen. Boah, Existence ist tot. Das müssen sie jetzt wissen, dass B eigentlich frei ist. Ja, haben sie jetzt realisiert. Boah, ob das reicht. MBK zieht mit rum. Oh, pratzt doch nicht, Junge. Boah, wer ist links gelaufen? Statt rechts einfach direkt weg. Boah, und hier. Alter, jetzt können sie wieder groß. Wo ist Scream? Alter, er war schon Hundegang geschoben. Das war ein Fail gerade von MBK. Ist man gar nicht gewohnt. 8 Sekunden, das reicht auf jeden Fall noch. Nicht so wie vorhin. Aber wir alles wissen. Scream eben schon 1-2 geholt. Vielleicht macht er das nächste. Jo, einfach Headshot. Und der zweite sieht die Waffe nicht. Jetzt. Oh, er macht's nicht. TCK, sehr starke Runde von ihm. Ganz wichtig, da den ersten Kill hat er, glaube ich, auch setzen können. Und jetzt hier Scream gemacht. Quantic hält sich im Spiel. Kannst es noch nicht? Was steht denn da genau für eine Meldung? Hier Wes, Wesi oder Wes. Würde mich mal interessieren. Das CT-Spiel unverändert bei Very Games. Na gut, die Runde war jetzt nicht wirklich wegen der Aufstellung verloren, sondern weil MBK sie dann dumm abgegeben hat in der Mitte. Glaube ich, wirklich hitten könnte. Boah, sehr gute Nate. Gut getimed. Boah, schöne Nate gegen Kenny. Über die Bande da. Trotzdem, das sind, fehlen einfach wieder die Smokes. Ich meine, sie können von beiden Seiten. Sie können, sie machen sich das Leben einfach unnötig schwer. Wenn sie da direkt von Anfang an mal links weg smoken würden. Nein, da fahren sie wieder so rein. Das hat in 1-6 vielleicht ganz gut funktioniert, aber hier in Go überhaupt nicht der Fall. Auch wenn sie jetzt wieder ein Tour ausspielen, was auf einmal zum Tour 1 wird.
Da verstehe ich ganz, wie VG hier diese Runden dann immer noch abgeben kann. Alter, das ist doch nicht zu fassen. Ich schaffe es einfach nicht, den Sack dicht zu machen. Und auch sie haben jetzt wenig Geld. Ja, Chance für Quantic, es in eine zweite Overtime zu drücken. Wieder bei Existence, weil er dann nur P250 hat. Diesmal doppeln sie nicht den ganz defensiv. Bauen damit jetzt ein bisschen um. Senf ist schon eine gute Nade gefangen, scheinbar. So, mal schauen, wie es auch mit Timing hier hinkommt. Jetzt schiebt Frost weg. Wenn Existence das gehört hat. Ah, jetzt sieht noch nicht hinten. Macht Existence gut. Klar, noch eine Minute. Die Chance ist immer noch da, dass sie B gehen. Auch wenn wir jetzt natürlich noch mehr wissen. Der Zugriff kommt. Oh, der erste sitzt. Oh, ein BK macht da leider keinen. Scream auch ein und Smith. Letzte im Spot. Oh, er hat noch 100 HP. Reload saß. Oh, schön 1-1 gegen Frost. Und Frost macht's. Er macht's tatsächlich. Zweite Overtime in dem Spiel. Ein BK schreibt GG. Das gibt's da nicht. Quantic einfach so ein Overtime-Team. Wahnsinn. Ich hoffe mal, dass Cash irgendwie besser läuft. Egal für welches Team. Einfach mal irgendwie, weiß ich mal, so durchgehend gutes Spiel, gutes T-Spiel vor allem. Also ich wette, Very Games macht jetzt 3-0. Ich meine, wenn Quantic einfach mal mehr die Mitte-Go besser drauf hätte, dann würden sie hätten sie die Map schon längst gewonnen. Kleines Intermezzo. Gegen WW auch noch Overtimes, das ist ja auch krass. Restarts, alle wieder ready. Abfahrt, zweite Overtime zwischen Very Games und Quantic hier im Consolidation Finale. Auf der ersten Map Inferno, zweite sehen wir dann Cash, dritte wäre das 2. Relativ gewohntes Bild. Aber ich verstehe auch nicht ganz, warum Very Games nicht mal was Aggressives macht. Das Haus einfach mal blockt. Über Kinderzimmer haben wir noch gar nicht gesehen. Gut, NBK vorhin mal hier in der Posi, aber ansonsten wirklich sehr verhaltenes, sehr defensives Spiel. Sehr statisch auch. Sehr vorhersehbar. Diesmal keine Kreuzdeckung. Smith sollte da vielleicht eher defensiv gehen. Sehr gut, Geld.
weggesprengt wird. Schade, dass nicht noch eine dritte kommt. Oh, schöne Nades, Mann. Und MBK steht im Friedhof. Okay, das ist mal was anderes. Jetzt hat Existence mal die Chance gewittert. So, Friedhof stand wirklich diesmal keiner. Also doch eine kleine Änderung. Existence, wichtig da noch einen zu machen von hinten. So, Sand stirbt. MBK, einen. Boah, er rechnet schon mit Spot. Boah. Schön von MBK mal wieder. Der Einzige, der hier scheinbar ein bisschen umbauen kann. Da sag's ja. Wahrscheinlich 3-0. Mal gucken. Das Schlimme ist ja, man kann nicht wirklich sagen, welches Team jetzt hier besser ist. Beide haben halt ihre Stärken und ihre Schwächen. Diese Kellner mit den 1-6-Strafe versuchen. Wieder nachgesmoked, Banane für Existence. Frost hier da wieder. Oh, boah, auf Timing wieder fast wieder gehittet. Ein paar Hits bekommen. Ich kann wirklich nicht nachvollziehen, wie sie das nicht verstehen, dass Existence da mal alleine spielt. Na gut, Scream wäre jetzt da. Aber einfach mal ein Fake spielen. Ich meine, das würde doch schon viel mehr den Spot öffnen am A. Scream dann einfach gebunden werden würde. Und 38 Sekunden, das geht ja immerhin noch. 35. Auch hier gibt es Hausgau, steht NBK, steht diesmal auf Spot. Scream has weggesmoked. Boah, ein NBK. Lol. Was ein ekelhafter Lag. Kenny sieht ja echt nicht gut aus im Sand, der stirbt immer. MBK muss es mal wieder richten. Scream ist jetzt erst da. Aber die Banks geht komplett ins Leere. Scream macht zum Glück ein. Boah. Schön von Sam Fist. Das muss die Runde für Quantic sein. Das wäre hier das erste Mal, dass es kein 3-0 wird. Sollten vielleicht auch sparen. Wobei, ne, sie haben echt ganz gut Geld. Schön von Scream. Boah. Was? Boah, hat großer Sand. Spekuliert gut. Kein Headshot. GG. Stark von TCG. Das zweite One-on-One, was er gewinnt gegen Scream. Respekt. Kleiner Endgegner für ihn. 19 beide. Heute Legs. Das ist ja mal was ganz Neues. Oh, na endlich gibt's einen Busch. Alter, dieser Spray von MBK immer. Aber er kriegt damit halt auch echt die Fraxes. Oh. Geht das? Was Existence da probiert hat? Ich meine, er kennt mehr als ich, wahrscheinlich. Und wenn er das testet, kann ich mir gut vorstellen, dass es geht. Das ist natürlich sehr cool, oder? So, First Pick bekommen. Das macht die ganze Sache ein bisschen angenehmer natürlich. Scream wieder da. Also man kann ja eigentlich wirklich immer vorspulen. Auf eine Minute, 5 Sekunden, 35 so. Vorher passiert eh kaum was. Jetzt die Runde mal, also diesen Push mal. Push mal abgesehen. Macht auch mal Kenny wieder einen Frag im Sand, auch wenn er jetzt wieder stirbt. Boss letzte. 2 zu 1, die Overtime-Hälfte. Unwary Games brauchen jetzt 2 Runden. 2 T-Runden. Mal sehen, ob sie was anderes mal spielen als diesen House-Go, House-Action oder diesen B-Go. Dann könnten sie wirklich die erste Map gewinnen.
Vielleicht sehen wir auch mal was Offensives von Quantic. Würde mir auch sehr gefallen. Auf jeden Fall guter Punkt, Phaser Machine. Oder Phaser. Leckt es echt so krass bei allen oder? Nur vereinzelt. Schauen, ob ich Drops habe. Uiuiui, ich habe einen schönen Frame Drops. Was ist denn hier los? Die letzten Tage eigentlich nicht so. Ich bin übrigens auch wieder auf Frankfurt, vielleicht liegt es auch daran. Ja, diese üblichen Lags halt. Wobei das glaube ich auch an mir liegen könnte. Aber zumindest laggen alle Streams. Na gut. Weil ich diese Frame-Drops nie verstehe. Also sind das jetzt Sachen, die bei mir verloren gehen und die ja beim Server verloren gehen. Vielleicht kann mir das jemand Twitch überfordert wegen der Serie. Ich glaube es ja wohl nicht. Oh, meine Autosniper bei Frost war was ganz Neues. Meine hier auf Inferno schon. So, eine Überraschung, Überraschung. Wir sehen den House-Go. Schön von Frost mit seiner Autosniper erfolgreich. Ja, Very Games, Mann, Existence, mach doch mal dein Buch auf, dein Taktikbuch. Und lass es hier nicht verschlossen in der Ecke. Wobei, so langsam glaube ich nicht mal mehr an die Theorie. Wenn sie wirklich nur das spielen, dann muss ich erst ernsthaft an der Ansagerqualität von Existence zweifeln. Was man auch schon letztens gesehen hatte im EMS-Finale, da hat er auch nicht gut angesagt. Haben sie sich auch nicht gut darauf eingestellt, auf das Spiel von Nip. Wurde auch eigentlich kritisiert von Khan, was glaube ich auch. Er hat schon Kritik gegeben und natürlich auch berechtigte. Ja, ich meine, Quantic Very Games ist jetzt nicht so das Kracherspiel. Also, es ist gerade spannend, klar. Aber bei NiP VG werden es dann sicherlich wieder mit die 10.000 kommen. Außerdem läuft doch noch. Der Blue Stream ist noch an, glaube ich. Wobei, so viele schauen da nicht zu. Aber stimmt, es ist heute ein eher schwacher Tag, muss man sagen. Mal gucken, was noch wird dann im Finale. So, 20 beide. Very Games braucht hier zwei Runden, die beiden letzten Runden hier, um ein Inferno für sich zu entscheiden. Quantic kann mit dieser Runde die nächste Overtime sicher machen. Hey, dieses Gammelspiel, es ist... Sag's ja vorhin schon, also man kann eigentlich immer vorspulen. Die erste Minute eigentlich passiert hier kaum was. Oh, endlich. Man spielt mal was anderes und vielleicht wird's auch belohnt. Oh, Sam ist wieder, wie er ausrastet. Alter. Aber die
Tracks fallen wenigstens. Immerhin war was Neues. Und jetzt muss man das Tun Tour einfach gewinnen. Keine Smoke mehr für Hess. Aber auch kein Equipment bei Quantic. Gleicht sich somit ein bisschen aus. Smith hat auch noch zwei Gegenflashes. Und die können gerade Wunder wirken. Wird der Blut davon? Kurz angeflasht. So, Scream. Maschine. Mal schauen, ob die Maschine hier... Die Maschine kommt nicht mal zum Laufen, wirklich. Quantic holt sich hier die dritte Overtime, wenn nicht sogar die Map. Eine Map, eine Runde noch. Dritte Overtime oder die, wir sehen die Cash. Alles hängt davon ab, was Very Games jetzt hier macht. Ich muss sagen, der Autodrag, das ist heute gar nicht so toll. Ich weiß nicht, woran das liegt. Der war schon mal besser. Aber das ganze Event irgendwie über nicht. Ich weiß nicht, was da los ist. Ja, na, übliches Bild. 30 Sekunden vergangen. Wenigstens passiert jetzt schon mal ein bisschen was. Frost weggeflasht. Wahnsinn. Wieder mit Autosniper. Smoke Mitte bei einer Minute. Genau, sie stehen zu zweit am Meer. Samphis spielt echt eine gute Overtime. Hat bisher immer die Ghosts gut aufgehalten. Aber wenn da einfach mal eine Smoke vor den Spot kommen würde, das wäre so gut. Da, ja. Ah. Gut, raus. Aber hier kann man da eigentlich auch einen hinwerfen. So, jetzt sind sie auf Spot. Samphis ist im Reload. Boah, der war auch blind. Und TCK gibt gut Headshots. Boah, Valve Games in der Unterzahl. Einer ist noch auf Spot. Shark von Samphis. Ich sag's ja, der spielt eine überragende Overtime. 3K wieder mal von ihm. NBK, letzte gegen 3. Das muss die Map sein für Quantic. Und das ist die Map auch. Valve Games verliert die erste. Sehr, sehr schön eigentlich. Auf jeden Fall verdient. Am Anfang war ich enttäuscht von Quantic. Schlechte T-Seite. Dann hat Very Games nochmal eine Schippe draufgelegt an Schlechtigkeit. Die Overtime ist sehr spannend. Schönes Hin und Her. Die erste in 3-0, 3-0. Jetzt hier 2-1, 2-0, 3-0 glaube ich von Quantic. Also, wir sehen eine zweite Map, das auf jeden Fall, und zwar jetzt DE Cash. Bis gleich.